Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann, ja, ist okay. Das geht das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Genau. Also, damit ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, der Arzt, der Doktor, ist ein bisschen crazy und bringt uns vielleicht den ersten Hinweis, dass er uns ja sagte, dass wir nur eine Einbildung seien. Warum kommt er jetzt zurückgerannt? Okay, Kapitel 4, der Patient. Wir gucken mal, also er sagt jetzt hier, dürfte Leslie sein. Er ist eiskalt mal vorgerannt und wieder zurückgejoggt. Eine kleine Sporteinheit. Und warum begrüßt uns hier den Kopf von einer Ziege? Was? War das? Okay, jetzt ist die Frage, sollten wir jetzt laufen, also rennen, oder sollten wir schleichen? Da wir jetzt bis jetzt noch... Was bewegt. Was ist er denn hier? Also, da war jetzt gerade mal mit einer Verzögerung, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Kann ich den jetzt den Fetzerkäfer verbrennen? Nee, kann ich nicht. Kann ich ihn jetzt verbrennen? Kann ich das Schwert, also Schwert, das Messer aufnehmen? So, okay, Fettsack ist auf jeden Fall tot. Kartenfragment Nummer 5. Munition. Ich glaube, dass ich die, wie kann ich denn das jetzt triggern, dass der... Okay. Oh Gott, ist ja alles voll. Nice. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Okay, wir haben den Fettsack. Patienten Leslie finden. Ja. Wir haben den Fettsack getötet. Wir haben viel zu viel Ammunition. Aber leider für die falsche Waffe. Ich bin ja ein Freund von der Schrotflinte. Kann ich eigentlich? Ne, kann ich nicht. Von der Schrotflinte und. Ja, davon haben wir eigentlich zu wenig Munition, muss man aber auch ganz klar sagen. Wir nehmen jetzt hier vorsichtshalber noch so eine Ablenkungsmanöverflasche mit. Einfach um sicher zu stellen, dass uns hier nichts weiter passiert. Vergessen Sie mich nicht! Der Doktor geht mir jetzt schon auf den Senkel. Kann ich hier hoch? Geil, kann ich hier rein. Mann. Bestimmt rein, oder? Okay, ich möchte wieder raus. Was war das denn für ein Geräusch da drinnen? Wir gucken uns erstmal außen um. Na, na, na. Also, wir haben hier nochmal ein paar Kisten. Das sah jetzt gerade ganz komisch aus in dem Haus. Beleuchtung geändert, alles andere geändert. Und, ja. Und dennoch die Geräusche dazu. Warum ist hier überall so ein Dorf? Lassen Sie mich nicht zurück! Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Wir hören die Melodie. Was war das? War das jetzt ein Geist? Ey, jetzt lass es jetzt sag mir nicht, dass jetzt hier auch noch irgendwelche Geister hier, mich verfolgen. Die kann ich doch bestimmt wieder nicht kaputt machen. Erschießen.
trappen. Keine Ahnung. Eine Falle stellen. Irgendwas. Okay, Streichhölzer. Die nehmen wir mit. Ich bin gar nicht aufgeregt. Wir haben hier wieder zweimal Glibber. Das Geglibber ist toll. Warum kann ich... Da will ich da rein? Ich glaube, ich muss da rein. Also, nicht ich muss, aber... Es wäre schon schön. Ja. Wir laufen sie weiter. Wir müssen los. Beruhig dich, Doktor. Wir müssen gar nichts. Ich muss jetzt erstmal hier den ganzen Stuff suchen. Oh, was haben wir denn hier? Notiz von Dorfbewohnern. Sie haben Norman umgebracht. Wer ist Norman? Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Bitte was? Okay. Also, Norman wurde umgebracht. Der Doktor sucht Leslie. Und ich habe keinen Schimmer. Lassen Sie mich nicht zurück! Lassen Sie mich nicht zurück! Hier, guck mal hier, ich trete die Tür auf. Ich die Hoffnung gehabt, dass du dahinter stehst. So, wir gehen jetzt mal hier den Weg weiter hoch. Das sieht aber alles nicht so toll aus. Alter, die Beleuchtung. Warum hat denn der hat eine Gasmaske an? Entweder ist es jetzt hier mit dem Blitz und so. Irgendwie gerade ein Grafikbug gewesen? Nein, das ist gewollt. Ich sehe es schon. Das ist ja ganz toll. Was hat der Junge für ein Problem? Warum rennt er weg? Leslie! Leslie? Leslie. Please stay here with me. Leslie. Wir gehen jetzt mal hier rein. Okay, ich weiß, dass man nichts wollte. Wie ist auf Streichhölzer, die ich nicht nehmen kann? Leslie? Warum ist hier Feuer? Leslie! Da ist sehr viel Munition. Das heißt, hier ist schon wieder so ein Part, wo ich echt Munition verbrate. Leslie! Wo bist du? Er ist da runter. Als ob ich jetzt da runtergehe. Warum nicht? Was zurück? Wie? Was zurück? Ja, das ist mit dir verkehrt mit zurück. Nee. Freunde, da gucke ich mir erstmal nochmal draußen. Nee. Das gucke ich. Nee. Nee. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier auch wirklich das Ding ist. Nicht, dass es jetzt hier weitergeht und ich hier irgendwie Sachen verpasse. Deswegen schauen wir uns erstmal noch weiter um. Zum Beispiel hier, ob wir hier irgend... Die hat doch noch was in der Hand. Ich glaube, ich hätte die retten müssen. Scheiße. Also hier ist a Save Point. Das hört man an dieser wundervollen Melody. Ja, ist natürlich kacke, weil dass die jetzt da um Hilfe geschrien hat. Sau, Alter. Was ist dir nur passiert? Hm.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Halt die Fresse, Junge. Der Onkel Doktor ist hier. Zeig dir gleich mal den Onkel Doktor, Alter. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Genau! Du Wichser! Okay. Wie konnte er Valerio sowas antun? Warum können wir auf einmal da in die Vergangenheit gucken? Also. Kann nicht Rovik sein. Jawohl, ein Schlüssel im Bauch dieses Herren. Toll. Ich wollte schon immer mal hier reingreifen. Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Leertaste? Okay, damit kann ich auf jeden Fall zurückgehen. Leider, ich find's gerade auch nicht so verkehrt, dass ich das nicht bedienen kann. Ich guck mich erstmal noch hier ein bisschen um. Hallo? Kann ich das mal hier aufmachen? Ich dachte, das wäre grüner Glibber, der hier hinter ist. Ja, nein, das ist kein grüner Glibber. Machen jetzt mal die Lampen an. Tja, konnten wir hier ein schönes Streichholz holen. Das ist hier zugemauert, beziehungsweise schön zugedüttelt. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Ja, ja, kam von draußen, ist richtig. Als ob ich jetzt dem Leslie hinterher renne. Verstehst du, er rennt erst in dieses Haus. Er hat Angst vor mir, er rennt vor mir weg. Jetzt rennt er dann in diesem Haus, in diesem Keller, da wo es nur eine Tür gibt. Ja, du, Leslie, wie wär's einfach mal mit stehen bleiben und einfach mal auf den Doktor und auf mich warten? Das wäre richtig, richtig awesome. Ja, nee, aber er muss ja, weiß ich nicht, Angst vor uns haben und einfach mal wegrennen. Hier kann ich mich verstecken, richtig? Hör auf. Ja, nicht lange schnacken hier. Ja, wir sind hier, wir haben hier gute Ammunition. Gute Munition. Ah ja, zum Beispiel wieder Schrotflintenmunition, sehr geil. Und. Hello! Halt's Maul. Ja, noch kann ich cocky sein, because of... Oh komm, wir können den auch mal verbrennen. Jetzt kann ich auch die große Fresse haben, weil ich habe ja jetzt ja ordentlich Munition. Ja? Also, wir haben ja einmal die Schrotflinte, wir haben die Qualarmbrust mit Bolzen, mit Blendbolzen, mit Explosionsbolzen. Einfach fucking... So, daher... gehe ich jetzt hier schon mal ordentlich, mit einer ordentlichen Portion Mut...
an die Sache ran. Der hat ja irgendwas geknarrt. Achso. Doktore. L. So. Schade, dass du nicht weggeknatscht wurdest. So, hier haben wir noch das. Hier haben wir noch Kisten. Da befindet sich auch nochmal so ein grünes Glibberzeug. Nice. Hier haben wir wieder Munition, die ich immer noch nicht aufnehmen kann, weil das für die Pistole ist. Und die Pistole, seien wir mal ehrlich, hat nicht so eine schöne Durchschlagskraft wie die Schrotflinte. Die Schrotflinte ist natürlich mega. Mega geil. Okay. Also hier kann man nichts machen. So, das heißt, wir brauchen den Schlüssel. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich diesen Schlüssel dahin kriege. Oder da rauskriege. Also mit der Maus kann ich nichts machen. Ich scroll mal, drück mal ein paar Knöpfe. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Ich drück mal Q, ich drück mal E, ich drück mal R, ich drück mal T, G, H, J, K. Ach, jetzt sagt mir nicht. Ah, okay, hier mit Steuer. Warte mal, kann ich das dann auch? Also eigentlich hat er ja gesagt im Bauch. Das heißt eigentlich in die Richtung. Oder? Gerade eben hat er mir doch was angezeigt. Da. Leertaste drücken. Das ist ja mal gar nicht eklig. Genau. Herz an Herz, du und ich, SOS. Und weiter singe ich nicht. So, für diesen einen Schlüssel habe ich jetzt da drin rumgegrabbelt. Hätte ich gewusst, dass das nur so ein Schlüssel ist, hätte ich das nicht gemacht. So, hier waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Da haben wir auch schon alles geöffnet. Gehen wir jetzt hier wieder raus. Kurz orientieren. Da. Da sind wir gekommen. Da. Das heißt, hier ist nochmal eine Axt. Geil. Tagebuch von Sebastian Castellones, Februar 2005. Mira wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so blutend zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Das ist etwas zwischen uns, so viel... Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. Entschuldigung, so viel steht fest. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Doch. Immer. Mach die Tür auf. Da nicht lange schnacken. Tür aufmachen. So, wir könnten jetzt hier nochmal saven und unsere Stats aktualisieren. Was wir machen werden ist, wir werden auf jeden Fall saven, werden den Schlüssel auftütteln, werden... Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Warum? Warum wache ich hier auf? Okay, okay, okay. Was ist denn mit dir verkehrt? Okay, hier oben liegt anscheinend noch... Okay. Und... Nice. Wir könnten jetzt natürlich auf dieser Seite weitermachen. Werden wir auch machen. Weil wir finden jetzt hier... Was ist das denn?
Kältebolzen. Ein Sprengkopf für die Qualarmbrust, der getroffene Gegner vorübergehend durch Kälte erstarren lässt. Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander. Okay. Nice. Das gefällt mir. Und warum bin ich jetzt hier hinten aufgewacht? Hätte ich jetzt hier irgendwas machen sollen? Können? Kann ich rennen? Nein? Okay. Kann ich schneller laufen? Auch nicht. Kann ich? Ja, das kann ich. Gut. PC kann ich auch nicht nutzen. Zeitung kann ich auch nicht nutzen. Dann gehen wir jetzt mal zu unseren Fähigkeiten. Wir werden jetzt ist abgeschlossen. Geil. Geil. Wo ist denn die Krankenschwester eigentlich hin? Cranky Schwester? Aha. Was haben wir denn hier? Vermisster Patient gefunden. Betreuer äußert besorgt. Äußerst. Meine Güte, besorgt. Der seit vergangenen Dienstag vermisste Psychiatriepatient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Jimenez überzeugt, es war Gottes Wille. War das jetzt auch Leslie? Also wir wissen ja, Leslie wurde vermisst. That we know. Valerio vermisst Dr. Valerio Jimenez, Eigentümer des Hospices in Egg River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Hä? Also es wurde jetzt auf jeden Fall unser Kollege. Ich kann nicht speichern. Es wurde auf jeden Fall unser Kollege gesucht, also unser von der ersten Folge, der Typ. Danach wurde Leslie gesucht. Und jetzt wird hier dieser Doktor gesucht. Warum ist die Schwester da hinten vor dem Spiegel? Ich meine, warum ist hier? Ah, das ist unsere Tür. Kann ich hier rein? Leertaste nehmen. Was denn? Kartenfragment 6. Oh, geil. Völlig übersehen. Also, vielleicht liegt es auch erst seit jetzt da. Aber nehme ich natürlich mit. So, hier haben wir wieder unsere Blair Witch Project Zeichen. Ist jetzt die Frage, kann ich jetzt hier was machen? No. Muss ich mit der Dame da vorne sprechen? Nein, nicht alle. Nein. Was? Nein, nicht alle. Nein. Was? Nein, nicht alle. Nein. Bist du hier drin? Nein, nicht alle. Nein. Ich sehe nichts. Warum laberst du? Nein, nicht alle. Nein. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Was ist denn das für ein Grafikglitch, das ich erst jetzt? Was hat sie denn mit ihrem... Mit ihrem Rock. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Hallo? Da ist noch ein Kartenfragment Nummer 7. Awesome! Ja, die Tür ist weg. Ja, gut. Ist das Leslie? Gut. Leslie! Gut. Ich bin dein Freund. Wirklich. Wir können Freunde werden. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf.
Was war das denn jetzt? Okay. Nö. Wir speichern jetzt noch nicht. So, wir werden jetzt unsere Fähigkeiten verbessern. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für eine Sequenz war. Warum, wieso, weshalb wir jetzt Leslie da gesehen hatten. Und hat sich ja irgendwie umgedreht und wir sind dann komplett woanders gelandet. Gut, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass wir ja hier ein bisschen mehr dazu packen können. Wie zum Beispiel Quarnambus. Jawohl. 3. Schrotflintenmunition. Auf jeden Fall dazu. Benötigt 4, benötigt 5, Spritzen, Streichhölzer, Kaliber. Dann haben wir noch ein bisschen Kaliber-Munition mit. Nice. So, Lebensanzeige 5, 6, 2, Nahkampfschaden. Nahkampf, glaube ich, bringt uns nicht so viel. Das ist so meine Einschätzung. Hier würde ich gerne nochmal die Magazinkapazität. Ja, genau, kann ich nicht. Na, dann nehme ich doch mal lieber... Ja, komm, machen wir hier nochmal Magazinkapazität nochmal drüber. Genauigkeit wäre ich auch ganz nice. Geil. Okay, und das sollte es erstmal gewesen sein. Gut. Dann werden wir für heute die Folge beenden. Wir werden jetzt einfach nochmal kurz speichern. Wir werden jetzt doch zwischenspeichern. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das Kapitel versuche durchzuspielen. Aber nein. In der letzten Folge ging es ein bisschen länger als 40 Minuten. Dementsprechend werden wir heute mal eine etwas, ich sag jetzt mal, knappere Folge machen. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall anschauen, wo Leslie hin ist. Ja, ganz die Sequenz verstehen wir jetzt noch nicht. Warum, wieso, weshalb uns wir das jetzt so gesehen haben mit Leslie und seiner Zelle. Aber wir wissen auf jeden Fall, welche Zelle, in welcher Zelle er war. Haben den Bruder des Doktors gefunden. Der Doktor geht mir jetzt schon auf den Sack. Wollte ich auch ganz klar sagen. Und ja, ich lasse mich überraschen, was noch so in Kapitel 4 kommt. Bis dahin sage ich erstmal viel Spaß und reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.